Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute meinen ersten Ausflug an Bord der Mein Schiff 6 und ich fahre heute in Corfu zu diesem Schloss, ich glaube, wo Sissi irgendwie war. Mal gucken, was mich da so erwartet. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mich jetzt vorbereiten und zwar mit einem Mundschutz. So sieht er aus. Dieses Mal brauchen wir einen speziellen Mundschutz, wenn wir rausgehen. Der sieht so aus. Und der garantiert, dass nichts raus und nichts reinkommt. Also das heißt, du steckst keinen anderen an und kein anderer steckt dich an. Im Gegensatz zu diesen normalen blauen Mundschutzdingern. Die blauen Mundschutzdinger schützen, glaube ich, nur die anderen und das garantiert beides. Genau, und los geht's. Ich muss jetzt los. Ich muss in 3 Minuten beim Bus sein. Wir warten schon die Busse. Wir sind jetzt im Schloss angekommen. Ich zeige euch mal, wie das hier aussieht. Ich habe jetzt so ein bisschen die Altstadt gefilmt. Der Ausflug, ich erzähle dann später noch was dazu, ist ein bisschen anders als sonst, aber Sicherheit geht natürlich vor. Aber wie gesagt, dazu erzähle ich noch ein bisschen was auf dem Schiff. So, ich bin wieder auf meiner Quine. Es ist mittlerweile schon etwas später und ich möchte nochmal zu dem Ausflug zurückkommen. Und bei dem Ausflug, die Gäste müssen natürlich auch alle Masken tragen. Also ich fasse das jetzt mal ein bisschen zusammen, wie so ein Ausflug so aussieht. Und was heute alles so passiert ist.
Also die Gäste mussten den kompletten Ausflug über Masken tragen. Sie durften wirklich halt nur die Masken mal kurz abnehmen zum Trinken oder wenn halt dieser Sicherheitsabstand von 1,5 Meter gewährleistet war. Es war den Gästen nicht erlaubt, Souvenirs zu kaufen, weil man weiß ja, der Grund dafür ist halt, man weiß nie, wer diese Magnete oder was die Leute dann halt kaufen, alles schon angefasst hat, was da dran ist. Und es muss natürlich mit allen Mitteln verhindert werden, dass irgendwas an Bord gebracht wird, was hier nicht hin soll. Und das ist der Grund, warum die Leute in keine Läden gehen durften, um sich etwas zu kaufen. Außerdem dürfen die Leute die Gruppe nicht verlassen. Umso mehr wir beisammen bleiben, umso übersichtlicher ist es auch. Und wir haben auch die Kontrolle über die Leute. Also bei meinem Ausflug heute war es so, dass die Reiseleiterin vorne war und ich habe quasi immer hinten den Abschluss gebildet, habe geguckt, dass die Gruppe zusammenbleibt und dass auch keiner die Leute anspricht, weil es ist nämlich auch so, dass die Einheimischen dort, die wollen ja natürlich verkaufen und die versuchen dann natürlich die Leute rauszukeschern, ist halt so. Und ja, da habe ich halt auch hinten geschaut, dass alle zusammenbleiben und das hat dann auch funktioniert. So, die Bilanz des Ausfluges war übrigens auch, also nicht von meinem Ausflug, des Tages der Ausflüge, dass Leute auch wieder nicht an Bord gelassen wurden. Also zwei Leute, die haben sich einfach von dem Ausflug abgesetzt, von der Gruppe abgesetzt und sind dann halt, ich glaube, in einen Kaffee gegangen. Ich weiß es nicht so genau, was es war. Auf jeden Fall haben die sich von der Gruppe abgesetzt und kamen dann irgendwann wieder. Und ja, da man nicht weiß, wo die waren, da die sich nicht abgemeldet haben, was ja eigentlich auch gar nicht, also sie hätten ja gar nicht weggedurft, sagen wir es mal so. Ja, dementsprechend wurden sie auch nicht mehr aufs Schiff gelassen, weil, wie gesagt, man weiß nie, wo die waren, was die angefasst haben. Und hier gilt es ja nicht nur, die Gesundheit von ein paar Leuten zu wahren, sondern die Gesundheit von, warte mal, wir sind gerade über 600 Crewmitglieder und momentan zwischen 600 und 700 Gäste. Also, da hängt halt ein bisschen was hinten dran. Und dementsprechend wurden die Leute nicht mehr aufs Schiff gelassen. Finde ich, ist richtig so. Man muss sich auch absichern. Und wie gesagt, auch den Schutz und die Gesundheit anderer gewährleisten. So, das zu dem Ausflug heute. Ja, ich melde mich wieder bei euch. So, Hallöchen, hier ist das Zukunfts-Ich, die Melli aus dem Schnitt. Mittlerweile ist es ein paar Monate später, das Video ist irgendwie ein bisschen unter den Tisch gerutscht, aber jetzt schneide ich das. Und mir ist gerade aufgefallen, dass es alles ziemlich streng klang. Also im Endeffekt sind diese Hygienestandards, jetzt weiß ich sogar mittlerweile auch noch mehr, dieses Hygienekonzept ist der Hammer, also das muss man dem Schiff lassen. Und es klang alles erstmal ein bisschen streng, aber ist es im Endeffekt gar nicht. Und wenn jeder sich quasi an die Regeln hält, kann man auch in der Corona-Zeit unbeschwert reisen. Und ich habe mittlerweile während der Corona-Zeit so viel Erfahrung auf dem Schiff gesammelt und die Gäste sagen mir auch jedes Mal wieder, die fühlen sich an Bord so sicher wie sonst nirgends. So, also momentan ist es so, dass wir im Lockdown sind und zu Hause eine 15 Kilometer Regel haben. Also das heißt, wir dürfen uns nur 15 Kilometer von... Ach, das wisst ihr alles, ist egal. Und auf dem Schiff ist es Tatsache möglich, Städte zu erkunden, Jeep-Safaris zu machen, Quad-Safaris zu machen, mit Katamaranen zu fahren. Das ist alles komplett möglich auf dem Schiff. Und trotz dieser strengen Maßnahmen, die ich euch gerade genannt habe, finde ich persönlich, ist es eine Schiffsreise immer wert. Auch trotz dessen, dass wir Corona haben. Ich hoffe, ich kann bald wieder an Bord. Ich freue mich schon drauf. Ich würde das Video an der Stelle beenden, weil das habe ich irgendwie vor ein paar Monaten auch vergessen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!